Also heute gibt es mal ein ganz kurzes Zwischenvideo zu diesen Gewindeschneidaufsätzen, die ich mal gemacht habe im anderen Video. Das habe ich euch jetzt oben hier in dieser Infobox verlinkt. Da haben ein paar halt geschrieben, dass das Quatsch wäre oder sonstige Sachen. Aber ich möchte euch ganz gerne mal demonstrieren mit einer Drehmaschine, die das wirklich kann. Das Video damals ist ja noch entstanden auf der alten Drehmaschine, auf der Optimum D180x300, also das kleine Modell, auch mit Gleichstrommotor. Das hier ist jetzt halt diese Optimum D480. Die hat einen 750 Watt Siemens Drehstrommotor dran. Hier oben angebauten Frequenzumrichter, einen Drehwahlschalter. Also die hat auch deutlich mehr Power. Es ist natürlich immer noch nicht die geilste Maschine, die man sich vorstellen kann, aber die ist auf jeden Fall für den Hausgebrauch deutlich zufriedenstellender. Die Problematik, die ich jetzt halt hier habe, ich habe hier solche Alustäbe, die 6 mm Durchmesser, und dann muss ich auf der einen Seite 30 mm Gewinde draufdrehen und hier 10. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie schnell das eigentlich geht, hier so ein Gewinde aufzuschneiden. Also da ich jetzt ein paar von diesen Dingern hier machen muss, habe ich das Ganze jetzt hier mal so weit vorbereitet. Ich stecke jetzt einfach von hier hinten den Stab durch. So, dass er noch leicht beweglich ist. Dann habe ich hier meine Endmaße. Also auf der einen Seite muss ich 30 mm Gewinde haben. Da gehe ich jetzt einfach hin, halt hier 31 mm einfach dagegen. Ich lasse das Ganze jetzt noch einen Ticken überstehen, damit ich noch ein bisschen was wegplanen kann. Dann machen wir das Drehfeld jetzt hier oben zu. Jetzt plane ich hier einmal noch ganz kurz die Stirnfläche. Das Material hat sich hier natürlich auch ein bisschen weggedrückt, einfach weil es eigentlich zu lang ausgespannt ist. Aber ich muss jetzt hier halt ein 30 mm Gewinde dran machen, dafür reicht das. Dann drehe ich jetzt hier den Oberschlitten einfach komplett zurück. Mache hier eine geringe Drehzahl drauf, die kleinste die geht. Das ist bei mir das hier. Dann nehme ich hier meinen Schneideisenhalter, ritze ihn hier an, halte hier einfach drauf, bis ich quasi vorne anschlage. Bin ich vorne, jetzt mache ich die Maschine aus, lasse sie verkehrt herumlaufen. Und zack, habe ich hier 30 mm Gewinde drauf. Ich finde, das geht relativ zügig mit diesen Dingern. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man sich diese Dinger hier, wenn man eine Drehmaschine hat, nachbauen sollte. Die gibt es auch zu kaufen, kann man natürlich auch kaufen. Also ich habe jetzt hier diese vier Stangen hier gemacht, das ging relativ zackig. Das war jetzt vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde Arbeit, bis die fertig waren. Und ich denke, wenn man einfach so ein Schneideisen nimmt und das irgendwie abstützt, dauert es halt auf jeden Fall deutlich länger.